Läuft schon? Boah, du bist so ein... Kennst du eigentlich schon meine eigene Nahrungsergänzungsmittel? Zum Beispiel Vitamin C, OPC. Das Besondere an diesen Nahrungsergänzungsmitteln ist, dass es eine 4- bis 5-fach höhere Bioverfügbarkeit hat. Mehr auf vitasomal.de. Wir sehen uns. Wenn wir auf Reisen sind, ja, oder Tagesausflug, was auch immer, was wir auf keinen Fall gebrauchen können unterwegs, ist Uwe. War Spaß, mein Gott, guck doch nicht immer so direkt. Richtig, ist Hunger, ja, weil wenn wir Hunger haben die ganze Zeit, dann können wir halt nicht das machen, was wir eigentlich wollten, ja. Das heißt, dem Ort, dem wir so viel Aufmerksamkeit schenken, dass wir sogar hinfliegen oder hinfahren oder sonst was und nur mit Essen beschäftigt sind, das wollen wir nicht. Wir wollen erkunden, Spaß haben durch die Welt. Übertreib es nicht einfach so, ey. Auf jeden Fall, wichtig ist, wusstest du, dass dein Hungergefühl durch ein Hormon gesteuert ist? Und weißt du auch, welches Hormon das ist? Genau, genau. Ja. Ja. Genau. Das Hormon heißt Ghrelin. Also Ghrelin wie Krillin aus Dragon Ball zum Beispiel. Wer kennt's vielleicht? Und dieses Ghrelin regt deinen Appetit an. So. Fehler Nummer 1, den Menschen zu machen, sie denken sich, sie nehmen Obst mit, weil Obst ist total easy, kann man direkt, was weiß ich, eine Banane schälen, kann man direkt essen und so weiter. Nein, 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 das ist nicht ganz korrekt. Schauen wir uns einfach mal das Verhältnis an, was passiert, wenn die Auswirkung von Fructose und Glucose auf Ghrelin, auf das Hormon, welches seinen Appetit anregt. Und da sehen wir ganz klar, dass Fructose das Hormon sogar noch mehr steigert als Glucose. Das heißt, nicht so gut. Jedes Hormon hat einen Antagonist. Zum Beispiel Ghrelin hat den Antagonist Leptin. Ja? Ghrelin sagt, du hast Hunger, Leptin sagt, du bist satt. Schauen wir uns einmal die Studienlage an, was Leptin so sagt, wenn man Obst konsumiert. Und hier sehen wir zum Beispiel, dass nachdem Obst konsumiert wurde, den Säugetieren, der Leptinwert sich nicht verändert hat. Das heißt, sie keine Sättigung verspürt haben danach. Das heißt, zusammenzufassen, es steigert deinen Hunger und beeinflusst nicht dein Sättigungsgefühl. Das kann nicht so optimal sein für Aufreisen. Ein weiterer Punkt, schauen wir uns den Fructose-Metabolismus an, einmal hier aufgeblendet. Und sehen wir zum Beispiel, dass alle Pfeile von Glucose wegzeigen. Das heißt, dein Körper will es auf jeden Fall loswerden, weil er es auf keinen Fall gebrauchen kann für irgendetwas. Ja, sehen wir hier. Alle Pfeile fühlen von der Fructose eben weg. Ja? Und einige Pfeile aber auch zu Glucose natürlich hin, ja? Weil Glucose braucht unser Körper. Das vielleicht nochmal ganz kurz als Reminder, dein Körper braucht keine Fructose und es ist aufwendig, dieses wieder in Glucose umzuwandeln. Um das Ganze nochmal abschließend in der Studie zu verifizieren, sehen wir hier zum Beispiel auch wieder die Ghrelin-Konzentration, das heißt, ein Appetithormon ist am meisten gesteigert, indem du Fructose konsumierst und am wenigsten gesenkt dementsprechend dieses Sättigungsgefühl Leptin, ja, wenn du Fructose konsumierst, sehen wir hier auch abgebildet. Und sogar doppelt so hoch wie Glucose, wenn man Fructose konsumiert. Das ist schon echt... Versteh mich nicht falsch, Fructose oder Obst und so weiter ist nicht schlecht für uns. Nur ist not the way to go, eben, wenn man unterwegs ist, ja? Weil es dann noch mehr Hunger hat und so weiter. So. Allgemein würde ich sagen, eher weniger Zucker, weil es dein Blutzuckerspiegel eben nach oben treibt, nach unten treibt, diese Tal- und Fahrten und dadurch wird einem dann irgendwann übel oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es nicht so gut, deshalb meine drei Vorschläge, was man besser machen kann. Das ist immer ganz wichtig, nicht immer nur meckern, sondern auch, was man besser machen kann, ja. Das ist viel wichtiger. So, erstes Lebensmittel, Boxhornklee, Sprossen, Pulver, Kapseln. Ja, so, langes Wort, kurzer Sinn. Zeige ich euch gleich, wie man die herstellt, ganz einfach. Und zwar warum? Also, ich habe mich natürlich über Gedanken gemacht, was reguliert dein Blutzuckerspiegel denn? Denn solche Lebensmittel wollen wir ja dann dementsprechend konsumieren. Und jetzt sehen wir es mal, in der Studie wurde das getestet, ja, die ist auch erstmal ein Jahr alt, Boxhornkleesprossen auf dem Blutzuckerspiegel. So, und hier wurden alle Werte genommen, ja, zum Beispiel die HbA und dann von 0 bis 6, das sind die Langzeitblutzuckerwerte, ja. Und zwar, also Langzeitblutzuckerwerte, so in dem Sinne, das Hb steht für Hämoglobin, ja, das ist eine Amadori-Umlagerung von den Zuckermolekülen auf einen Teil deines roten Blutkörperchens, so gesehen. Und danach wird dann dementsprechend bestimmt der Langzeitzuckerwert. So. Und davon wurden alle genommen. Das macht nicht mal das Krankenhaus. Also extrem aufwendig. So, und dann wurde auch fokussiert wieder von der Kamera. Sehr schön, wirklich super, finde ich echt klasse. Und alle Werte haben sich nach unten reguliert. Gruppe A ist dementsprechend die Boxhornklee-Sprossengruppe. Hier sehen wir, dass alle Langzeitwerte sich nach unten reguliert haben. Wahnsinn, wirklich, finde ich phänomenal.
beste Lebensmittel eigentlich quasi. Es reguliert einen kompletten Blutzuckerspiegel nach unten. Und nur mal so als Reminder, gerade für Diabetiker, ja, wenn man sagen würde, okay, so 1% nach unten reguliertes Langzeitblutzuckerwert ist nicht so schlimm, hey, oder ist nicht so signifikant. In einer anderen Studie, 1% nach unten Regulierung, ja, gerade bei Diabetikern, ist 40% Verringerung von Nieren-, Augen- und Nervenschädigungen, ja, und 13% Verringerung, einen Herzinfarkt zu bekommen. 1% Verringerung des Langzeitblutzuckerwertes. Phänomenal. Weitere Studie, die ich dazwischen quetsche, es sind ganz wichtig die sekundären Pflanzenstoffe, die deinen Blutzuckerspiegel regulieren auch. Ja? Das heißt, davon wollen wir sehr, sehr viel haben. Das zeige ich euch einmal hier. Eine Gruppe, orange ist dann dementsprechend die Säugetiere mit Diabetes, sehen wir ganz hoch eben. Ja? Die Pfeile. Alle anderen, die Fraktionen mit den verschiedenen Farben von sekundären Pflanzenstoffen, haben alle nach unten reguliert den Blutzuckerspiegel. Wenn wir das einmal nochmal auffassen, ja, Glibeclamin ist ein pharmazeutischer Stoff. So, und der wurde ebenfalls getestet. Und hier sehen wir hier, dass die sekundären Pflanzenstoffe doppelt so gut gewirkt haben, wie der pharmazeutische Stoff sogar, ja, auf Regulierung des Blutzuckerspiegels. Warum zeige ich euch das? Aus diesem Grund, weil ich euch zeigen möchte, dass ihr die Brokkolisprossen roh verzehren sollt. Also das heißt, roh trocknen sollt, weil hier sehen wir zum Beispiel in dieser Studie, F1 ist dementsprechend die rohe Gruppe, F2 ist die gekochte Gruppe. Und wir sehen hier, dass der Flavoidanteil und der Polyphenolanteil in der rohen Sprossengruppe viel höher war und damit euren Blutzuckerspiegel noch besser regulieren würde. Kurze Rede, langer Sinn. Ich zeige euch mal, wie man das überhaupt macht. Für die Kapseln brauchst du Folgendes. Natürlich Boxer- und Kleesprossen, ein Sprossenglas, Wasser, Wasserstoffperoxid oder auch H2O2, ein Dörrgerät sowie ein Kapselbefüller und zu guter Letzt ein bisschen Zeit. Der erste Schritt wird hierbei sein, die Sprossen 12 Stunden lang in Wasser einzuweichen und am Anfang K1 Schluck Wasserstoffperoxid oder auch H2O2 hinzuzugeben. Wasserstoffperoxid erhält man in der Drogerie, wie zum Beispiel Müller oder Rossmann. Der nächste Schritt wird hierbei sein, die Sprossen ein bis zweimal am Tag auszuspülen und das Ganze 5 Tage lang. Am besten morgens und abends. Der dritte Schritt hierbei, wir legen die Sprossen für 12 Stunden lang bei 40 Grad in das Dörrgerät. Der vierte Schritt, wir befüllen die Kapseln und pressen sie. Fertig. Ich zeige euch die Boxen für Sprossen, wie die dementsprechend aussehen. Kommen wir zu Lebensmittel Nummer 2. Boxhorn, Klee, Pulver, Sprossen, Kapseln, Badezusatz, Handschellen, Schraubengewinde. Das ist ganz schön eskaliert, Patrick. Warum dieses Sprossenpulver aus dem Brokkoli? Weil Brokkolisprossen enthalten 100-mal mehr Sulforaphan. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Stoff als normale Brokkoliköpfe. Ja, das heißt, in Sprossen 100-mal mehr konzentriert. Sulforaphan, wirklich unfassbare Wirkung auf den Blutzuckerspiegel. Jeder, der Diabetes hat, sage ich als allererstes, Brokkolisprossen, Zimt, ja? So, als kleines Exkurs, ja? Schauen wir mal diese Studie an, ganz wichtig, Glukoseproduktion und so weiter, normal, Kontrollgruppe, sehen wir hier schwarz eingeblendet. Nach der Gabe von Insulin, klar, sinkt dieses Glukose, weil das Insulin natürlich diese Zucker in die Zellen zieht und so weiter, so. Und jetzt schauen wir mal, was Sulforaphan eigentlich noch stärker wirkt als Insulin, wenn wir nur hoch genug konzentrieren. Wie unfassbar ist dein Blutzuckerspiegel reguliert? Und jetzt kann man weiterführen, ja, das Ganze. Und zwar, Moment, zweiter Zettel. Metformin. So, Metformin, ganz wichtig, ist ein pharmazeutischer Stoff. So, und hier sehen wir das gleiche Verhältnis, ja, was auf dem Blutzuckerspiegel dann dementsprechend bei Diabetes gegeben wird. Wirkt ungefähr genauso gleich wie Sulforaphan. Moment, wir sprechen aber hier von einer Konzentration, 100-fach so hoch muss Metformin sein, um die gleiche Wirkung wie Sulforaphan zu erzielen. Danach wirklich, kann man wirklich klatschen, Sulforaphan, hast du wirklich gut gemacht, also ist wirklich Hammer. Die Herstellung der Brokkolisprossen ist äquivalent zu den Boxhorn-Kleesprossen. Hierfür erfolgen stets dieselben Materialien, außer natürlich den Austausch der Sprossen, sowie dieselben Arbeitsschritte und Zeitaufwand. Für die Brokkolisprossen. Scheiße, die sind ja voll pulverig.
Danach haben wir zwei, ja, Produkte dementsprechend, ja, weil es sind wirklich ganze Lebensmittel mit kompletten Ballaststoffen und so weiter, die man ganz einfach sich zuführen kann. Ein bisschen Wasser, diese Kapsel in den Mund, man hat ein komplettes Lebensmittel konsumiert, was absolut deinen Blutzuckerspiegel regulieren wird, alle beide perfekt, und du wirst keine Sorgen haben mit Hunger und bist voll versorgt mit Mikronährstoffen und allen Dingen, das und das. Jetzt das Problem: viele Menschen wollen noch irgendwie was Kalorienreiches essen. So, weil ich gesagt habe, eher Abwesenheit von Zucker genießen. Deswegen, meine Empfehlung ist natürlich auch Kokosmus, ist sehr, sehr gut. Wichtig, Mus, nicht Öl. Das Mus ist das komplette Lebensmittel in Ballaststoffen, weil es sehr, sehr schnell zur Verfügung gestellt wird deinem Körper, ja. Die mittelkettigen Fettsäuren, habe darüber auch ein Video gemacht und so weiter. Es geht sofort über die Pfortenader, so gesehen, in die Leber und zerschießt dir nicht dein Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis. Ist aber relativ doof, dieses Glas mitzunehmen, und es wird flüssig ab 25 Grad, ist alles nicht so optimal. Deswegen Macadamia-Nüsse würde ich dringend empfehlen. Warum? Also Punkt Nummer 1. Es zerschießt dir nicht ein Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis, ja? Das war es dann auch schon. Ja. So. Und das ist eigentlich auch der wichtigste Punkt, weil schauen wir mal diese Abbildung an. Ich habe darüber aber übrigens schon mal ein Video gemacht. Könnt ihr euch auch super gerne reinziehen, dann erkläre ich dir alles ganz genau. So. In diesem Video sehen wir zum Beispiel hier, dass die anderen Nüsse Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis, Katastrophe, müssen wir nicht weiter darüber reden. So. Aber jetzt sehen wir zum Beispiel unten auch so die Walnuss. Gar nicht mal so schlecht, denkt man sich jetzt. Jetzt sage ich, Moment. Schaut einfach mal auf die Massenprozent von Omega-6, ja, von LA. ALA ist dann Omega-3, LA ist Omega-6, sehen wir hier in der Abbildung. Wie viel Omega-6 ihr euch da reinfahren würdet, jetzt für mehrere Tage, wenn ihr nur als Energiequelle die Walnuss nehmen würdet. Das kann nicht gut sein, ja, weil zu viel mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind nicht gut für uns. Darüber habe ich eine Videoreihe gemacht, könnt ihr euch gerne alle anschauen. Günstiger sind zur Energiegewinnung gerade auch die einfach ungesättigten Fettsäuren. Die sind eben am meisten enthalten in der Macadamia-Nuss, und Macadamia-Nüsse hat so gut wie keine mehrfach ungesättigten Fettsäuren, dass du dir ganz wenig Omega-6 nur zuführst, ja, und wenn, dann sogar noch im guten Verhältnis, ja, Omega-3 zu Omega-6. Deswegen ist die Macadamia-Nuss definitiv die Nuss der Wahl. Da kann man auch wirklich mal wirklich sagen, ist sehr gut, wirklich. Kann man machen. So, und damit sind die drei Lebensmittel determiniert. Ich würde sagen, damit kommt man wirklich gut über die Runden. Das mache ich immer, wenn ich unterwegs bin, weil damit geht es mir wirklich am allerbesten. Ich kann viel Zeit aufwenden für das, was ich eigentlich machen will und so weiter. Ach komm, wen interessiert es überhaupt, was ich hier rede? Dankeschön fürs Zusehen. Dankeschön für den Daumen nach oben, den du mir bis jetzt schon gegeben hast. Wenn nicht, dann gib ihn mir trotzdem. Und würde mich sehr freuen über ein Abo auf jeden Fall und dabei auf die Glocke drücken, damit ihr wirklich informiert werdet, wann ein neues Video kommt. Wenn ihr ganz lustig drauf seid, könnt ihr auch gerne auf meiner Supplement-Seite vorbeischauen, vitasomal.de. Das wäre auch ganz schön auf jeden Fall. Dankeschön fürs Zusehen. Schönen Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal. Rohvegan am Limit geht jetzt ins Planschbecken. Ja, dann kommst du halt eben doch mit. Aber nur 12 Minuten. Alter, hier ist gerade richtig Eicheln-Traffic.